Der Wille war da. Nacken mag nicht schwer. Vielleicht finde ich auf dieser Seite einen Weg, um in Moses Büro zu kommen. Wärmflasche? Wärmflasche hilft. Oder Wärmpflaster, Massage und gute Besserung. Wissenschaftlicher Fakt. Kleine Schwestern sind die besten. Cool. Ein verschwendeter Nachmittag. Ich investiere in ein Geotech. Hast du es gefunden? Ich warte auf meine Entschuldigung. Reggie, ich lade was guck drunter, wenn mir also jemand einen Ring geben möchte, tu es jetzt oder sei auf ewig still. Okay. Für ein Sperrfeuer aus den schlimmsten Dickpics, die du je gesehen hast. Ich habe meinen Ehemann über diese App kennengelernt. Es gibt Juwelen da draußen. Das sag ich, Papa. Hey, vielleicht kann dieser Moses helfen, die Kamera zu finden. Ja, also warm ist anders. Aber die Farben draußen sind so schön. Was haben wir denn hier? Soll das sowas wie Deadpool sein? Wer ist sie? Sieht aus wie die Farben von X-Men. Da oben? Dieser Santa da unten! Gott! Ich glaube, das soll Star Wars sein. Und 3D-Drucker. Mhm. Könnte mal das Geschirr wegbringen. Da wird eine Schildkröte gedruckt. Oh, hey Max. Mann, das nervt. Der Baba, ja. Du wirst überrascht, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ich glaube, das nennt man Stockholm-Syndrom. Also, was geht? Naja, ich muss dir eine etwas komische Frage stellen. Gefällt mir. Sag. Was ist dein wertvollstes Eigentum? Hier drin, meine ich. Hier drin? Vermutlich diese Tasse. Die hat meine Schwester für mich selbst gemacht. Oh. Wie süß. Erinnere mich dran, dir nie eine Tasse zu schenken. Okay. Nenn mir einen Gegenstand hier drin, den Dr. Fayad nicht sehen sollte. Etwas, das ich weggesperrt habe? Ja, ja, ganz genau. Das wäre dann wohl mein Wasserkocher. Die Hausverwaltung weiß nicht mal, dass ich so eine Feuergefahr besitze. Wer hätte das nur gedacht? Moses Murphy, Regelbrecher. Umgeher, Max, Umgeher. Was hat das mit all diesen Fragen auf sich? Oh. Moses! Soll ich was festhalten oder was anderes? Ich brauche einen Imbusschlüssel. Na klar. Hast du hier denn einen? Nein, beim letzten Mal habe ich mir Carlas geliehen. Wenn du ihn holen könntest, schulde ich dir was. Okay.
Ich habe keine Zeit, nach Carla zu suchen. Ich brauche schnell einen Inbusschlüssel für Moses. Die Erstellerin dieser Tasse kennt ihr Zielpublikum. Ich wette, Moses Kinderzimmer war voll von sowas. Ich fass nicht, wie beschäftigt alle in dieser Zeitlinie sind. Hab ich vergessen, wie normal aussieht? Gestern meinen Imbusschlüssel zurückstibitzt. Einige meiner Erstis brauchen Hilfe für den Robotiktest und ich konnte meine Fans nicht warten lassen. Sag Bescheid, wenn du es noch brauchst. Ganz schön beeindruckend. Viel komplizierter, als ich angenommen hatte. Frenchy97, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Willkommen. Willkommen. Irgendwie ergibt das jetzt Sinn. Vielleicht Cat bin ich State. Mit dem Alter schlauer geworden. Rüdiger. Gott. Katzenzustand. Ein Katzenzustand benannt nach dem berühmten Gedankenexperiment Schrödingers ist eine Superposition, in der Quantenmechanik, die aus zwei gegensätzlichen Zuständen zur selben Zeit existieren, besteht, wie zum Beispiel ein Atom, das gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist. Schrödingers Katze, ne? Der Versuch, ein Partikel in einen Katzenzustand zu messen, verursacht den Zusammenbruch in einen Eigenzustand und das Verlassen der Superposition. Dies ist als das Messproblem bekannt. Schrödingers Gleichung. Moses war so aufgeregt, als das erschien. Ich glaube, er hat 7 Exemplare gekauft. Auf Foto bei Bex Caulfield. Alumni Magazine. Nach den Sternen greifen Moses Murphy über seine Pionierarbeit für Cairdens Astronomieabteilung. So. Oh, aber Imbus. Dank der Wunder moderner Technologie haben wir nun eine Schildkröte mit Knarre. Das war Harolds Geschirr. Ich habe so viele Witze über diesen geheimnisvollen Büromitarbeiter gehört, dass ich nicht mehr weiß, was wahr ist. Oh, Maggie ist super süß. Sie sind alle super süß. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute zu den Feiertagen. Alles Liebe, die Murphys. Hm. Ich glaube, viel besser als Alpen geht auch gar nicht. Ich muss Moses den Inbusschlüssel holen. Das ist schon... Ja, deswegen bin ich keine Physikerin. Ich auch nicht. Genau deswegen. Wenigstens ein Moses hat ein schönes Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht. Vielleicht ist oben was. Warte mal. Ist das Safis Buch? Gott, ich wette, jedes einzelne traurige Gedicht von ihr wird als Beweis für einen Selbstmord benutzt. Sie rasselt mit den Ketten, schleift mit ihren Fingernägeln an der Wand entlang. Die Häuser der Männer sind auf den Knochen unbenannter Frauen gebaut. Wann immer er spricht, höre ich nichts als ein schauerliches Stöhnen aus dem Untergrund. Hat die andere Carla ihren Inbusschlüssel hier gelassen? Die Blumen auf ihrem Grab verwelken und werden ersetzt. Jeder liebt ein totes Mädchen mehr als ein lebendiges. Totes Mädchen altert nicht. Streitet nicht, erhebt keine Ansprüche auf das, was ihr gehört. Ihr gehört nichts als die Erde und die Kleidung, in der sie beerdigt ist. Hallöchen, Prof! Wie geht's dir? Du Prof hat Yassi ein Shoutout gegeben. Irgendwie?
Vielleicht. Ah, sagst du ihr ganz, ganz lieben Dank. Der anderen Zeitlinie, nach drüben. Vielleicht noch hier. Vielen lieben Dank. Ich hab gerade so, ich hab's gesagt. Hä? Du was? Hä? Sag ganz lieben Dank, bitte. Okay. Ja, okay. Vielen Dank. Oh, das ist so. Das ist wirklich lieb. Ich dachte, ich höre nie wieder einen schmutzigen Witz über das Teil, aber Safi lebt hier. So baut man also beim berüchtigten, deprimierten Schach auf. Wie war denn? Bist du schon fertig? Doch, du bist schon fertig. Hä? Ich muss Mauses den Inbusschlüssel holen. Dein Demo-Tag. Wie war dein Demo-Tag? Ich verstehe, warum das Mauses Lieblingscharakter ist. Er sieht immer gern Himmel. Ganz so. Moses hasst Snack-Überreste an seinen Fingern noch mehr als wissenschaftlich inkorrekte Filme. Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, süß! Ein bisschen wenig Platz hat er da drinne. Ich konnte mich heute endlich mal revanchieren bei einer Person, die ich sonst nie erwische, sonst wäre ich zu dir. Deshalb mindestens ein Shot. Was? Jeder kann doch hinraiden, wo er will, aber das ist total nett. Ich habe mich nur gewundert, so, hä, weil das hatte ich so auch noch nicht gehabt. Und ich dachte so, hä, was ist das jetzt? Hat die andere Carla ihren Inbusschlüssel hier gelassen? Doch, trotzdem voll lieb. Wie weit sind wir denn in Life is Strange? Habe ich viel verpasst. Ich würde grob tippen bei der Hälfte von Kapitel 2. Aber die erste Folge kommt heute auf YouTube raus. Da könntest du es dann nachgucken, wenn du es schauen möchtest, falls du es nicht selber spielst. Was für eine nette kleine Donut-Ecke. Okay. Ich brauche diesen Inbusschlüssel. Und zwar schnell. Für Astronomen, die nicht gern rausgehen. Das ist nur ein Stofftier. Wenn der Wasserkocher eine Feuergefahr ist, dann steht eine Wärmelampe völlig außer Frage. Oh, Moses. Das ist echt furchtbar. Mein Geburtstagsgeschenk für Moses. Ich konnte sehen, wie sehr er gerne sagen wollte, aber der Mond strahlt kein eigenes Licht aus. Aber so eine Lampe ist richtig cool, muss ich schon sagen. Ich weiß noch, dass sie den getragen hat. An diesem Abend. Was? Bitch, hast du gerade? Entspann dich. Das war ein Foto von den Tassen, aus denen ihr trinkt. Gut. Ich würde lieber all meine Studenten mit bloßen Händen umbringen, als noch eine Klausur zu benoten. Oh nein, wart ihr die ganze Nacht wach? Ja, und ich werde noch bis Sonnenuntergang an diesen Astronomie-Klausuren sitzen. Was ich für eine Nachtschicht für Benotungen geben würde, anstatt all dem Mist hier. Ich muss mir den nochmal angucken. Oh, Maggie ist super süß. Sie sind alle super süß. Ja. Vielleicht ist der Inbusschlüssel bei Moses Sachen. Suchen gerade die Erstellerin dieser Tasse kennt ihr Zielpublikum. Bitch ist doch fehlerfrei. Mhm, hier ist ein Inbusschlüssel. Ah.
Den Inbusschlüssel gebe ich besser Moses. Das muss geliefert worden sein, als Moses weg war. Was habt ihr denn bei Just Chatting gemacht? Ich wette, Moses Kinderzimmer war voll von sowas. Also ich habe alles abgesucht, aber im Bus habe ich leider keinen Schlüssel gefunden. Nein, Max, nicht im Bus. Ich... Oh, du bist meine Rettung, Max. Trotz der schlechten Witze. Für meine schlechten Witze werde ich mich nie entschuldigen. Und gern geschehen. Wandmalerei hierhin. Was soll das heißen? Safis Baby. Sie wollte, dass wir die Konstellation der Zwillinge dorthin malen. Deine künstlerische Seite kannte ich gar nicht. Sie schlummert. Das hat man davon als einziger Wissenschaftler in einer Familie voller Künstler. Egal, darüber müssen wir nochmal quatschen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Hey, willst du einen Tee? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Mit dem verbotenen Wasserkocher. Gib mir einen Moment. Klar. Der Schrank ist also ein Geheimversteck. Hoffen wir mal, dass der andere Moses die Kamera auch dort versteckt hat. Aber was, ganz kurz probieren? Wir sehen gleich nach. Lenkt es dich ab, wenn ich rede? Ach, schon okay. Mach nur. Das Teleskop. Wie lange arbeitest du schon daran? Ein paar Tage. Warum? Ist irgendwas daran besonders? Frag lieber, was daran nicht besonders ist. Zu seiner Glanzzeit war es wegen des experimentellen Linsendesigns missverstanden und wird erst jetzt als die Offenbarung gefeiert, die es ist. Erst missverstanden und dann eine Offenbarung. Hätten wir nur alle so viel Glück. Also, die Wandmalerei. Was steckt dahinter? Ich habe Safi leider erzählt, dass ich mal Comiczeichner werden wollte. Und sie wollte mich damit zum Zeichnen zwingen. Mit meinem Sternprojektor umreißen wir die Konstellation und zeichnen dann die Zwillinge drumrum. Und was ist die Bedeutung der Zwillinge? Also, ich habe die ja nur gewählt, weil wir zusammen daran arbeiten würden. Aber Safi verlieh ihnen Bedeutung. Kunst und Wissenschaft. Dualität. Sie erklärt das besser. Ich lass dich arbeiten. Gott, es reicht. Sollte ich machen? Die sind süß. Mauses Schwester muss vorbeigekommen sein. Sollte irgendwas machen, ne? Habe ich nicht aufgepasst? Scheiße. Ein anderer Blickwinkel wäre besser.
Bestimmt für die Arbeit an der Wandmalerei. Dann von da oben, hä? Hoffen wir, dass die Kamera in dem Schrank ist. Aha! Oh. Hä? Oh nein! Moses und Safi. So unterschiedlich und doch so passend. Jetzt geht's. Okay, in dem Schrank. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Schrank. Hoffen wir. Hoffen wir, dass die Kamera in dem Schrank ist. Shit, welcher Schrank? Ja. Aber gut, jetzt funktioniert es endlich. Jetzt hat Lena ganz, ganz viele Shoutouts bekommen. Auch gut. Verdammt. Dieser Hinweis war in der anderen Zeitlinie nicht hier. Das kann kein Zufall sein. Ist das sein Versteck für Safis Kamera? So eine Scheiße! Wo bleibt dieser verdammte Schlüssel? Okay, die Kamera ist eventuell unter einem Safe. Wo finde ich diesen Safe? Nein, keine Kamera hier. Ich weiß nichts von anderen Safes in Moses Büro. Ich brauche nochmal seine Hilfe. Bei einem Safe. Hey, Moses. Noch eine komische Frage. Hast du vielleicht einen Safe hier drin? Du meinst einen Tresor? Nein. Gibt es denn eine andere Art Safe? Für einen Moment dachte ich, du meinst den Sternnamen Safe. S-A-I-P-H. Es gibt einen Stern namens Safe. Ja klar, er ist Teil des Sternbilds Orion. Was zum... Du wurdest gepopcornt. Die Ingenieure wollen also Krieg. Ich versuche nicht, auf ihr Niveau zu sinken. Ich gehe mal spülen. Moses hat die Kamera also unter einem Stern versteckt. Und natürlich sind hier überall Sterne. Nach wie vor nervig. Da sind Sterne. Komm schon, Moses, wo hast du sie versteckt? Waren noch Sterne? Und da unten links ist safe. Unten links.
auch Sterne. Sternprojektor. Ist auch gar nicht auffällig, wenn wir den jetzt einschalten. Die Wandmalerei. Moses muss dafür einige Sterne an die Wand projiziert haben. Moses sagt, Safe ist ein Teil von Orion. Vielleicht war an dem Abend Orion an der Wand zu sehen. Ich muss es genauso ausrichten wie Moses, als er das Sternbild gezeichnet hat. Hä, woher? Linge? Ich muss es nur auf die Wandmalerei ausrichten. Ja. Da haben wir noch mehr. Nee, eigentlich das hier die Zwillinge. Ich glaube, ich hab's. Hoffen wir, dass ich Safe an der Wand finde. Ah. Wenn das Orion ist, dann ist Safe. Boom! Super, Max! Du hast Safe gefunden! Oh, danke sehr, Max. Und jetzt? Nein, nein, nein! Oh Gott, nein. Oh Gott. Scheiße, er darf mich hier nicht sehen. Okay. Ich habe Safis Kamera fast in den Händen. Wenn ich ihn für einen Moment ablenken kann, kann ich sie mir bestimmt schnappen. Ich brauche etwas Lautes. Gut, dass ich Aldemann von hier im Auge behalten kann. Nicht, dass ich direkt vor ihm auftauche. Würde ich, glaube ich, hier irgendwo platzieren? Ist schon? Oh, ich habe so Schiss gerade, dass ich erwischt werde. Los geht's. Was zur Hölle? Und jetzt muss ich rüber wechseln. Schnell.